Wir begrüßen euch ganz herzlich auf dieser Rentrée-Pressekonferenz von Die Link, der parlamentarischen Rentrée, die an einem ganz speziellen Kontext im Moment stattfindet. Auf der einen Seite sind wir noch immer Matzen an einer sanitären Krise, die sich auch schon klar ausdrückt an einer ökonomischen Krise, an der auch schon zu einer sozialen Krise am Gang ist, zu mutieren. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite fängt die parlamentarische Rentrée den Dünsten mit einem Paukenschlag schon an, nämlich mit der Deklaration vom Premierminister zum Etat de la Nation. Und wir erwarten uns natürlich von einer Regierung verschiedene Sachen an dieser Situation. Den Koalitionsprogramm, den für rund 2 Jahre ausgehandelt wurde und an dem ein ganz rich Sachen draufstehen, steht generell in der Finanzierungsvorbehalt an die 3 Koalitionsparteien, sind Mengen wir zumindest am Gangen, denke, das Ganze auf die Licht zu holen und es stellen sich entschiedend Fragen für die nächsten 2-3 Jahre, wo er sogar mehr, wo das Land hingeht. Das erwarten wir vom Premier, dass in die Richtung vorgeht, dass er sieht, was die 3 Koalitionsparteien sich dann überlegt haben, wohin er die Reise da soll hingehen. Es wird, und das hoffen wir, dem Xavier Bittelsen echt politisch redet. Er hat bis jetzt immer schön wieder Rede gehalten, wo Floskeln gefallen sind, wo geguckt gehen ist, für Jitfrängen mit irgendwie gerecht zu machen. Und das gehört als den Ried, die muss einen dezidierten politischen Kontinu haben. Das erwarten wir. Gleichzeitig haben wir aber auch nicht allzu viel Hoffnung, dass in dem Wert gerecht wird. Und das, was wir von der Regierung eigentlich erwarten, als auch das, was wir selber in den nächsten 12 Monaten als politische Akzente wollen setzen, was für euch als politische Prioritäten sind, die David an euch erst einmal präsentieren werden. Angefangen natürlich bei der Santé. Bei etwas, was heute zu Lützeburg an der Vergangenheit oft negligiert wurde als zentrale politische Sujet, mais wo man nur gerade an der Krise gemerkt hat, wie essentiell das Santé-System ist. Wo man gesehen hat, in anderen europäischen Ländern, wo die Liberalisierungsbestrebungen schon viel mehr weit fortgeschritten sind, wie zu Lützeburg, notamment in Spanien und Italien, zu welchen dramatischen gesellschaftlichen und sozialen Konsequenzen das kann feiern, wenn ein Santé-System nicht stark abgestellt ist, auf jeden Fall nicht an öffentlicher Hand ist. Im Moment laufen Diskussionen rund um Gesundheitsdurch und schmengen, dass der Sujet Santé auch die nächsten 12 Monate parlamentarisch dominieren wird. Man wird eine ganz rutsch Debatten feiern müssen. Für uns ist ganz klar, dass auch gerade das Krise gewesen ist. Wir brauchen ein stärkeres öffentliches Gesundheitssystem. Wir müssen als Viren gegen die Privatisierungsversicht, die jetzt auch schon vor der Krise immer im Gesehen, wo sie gute Teile von der Regierung das mit gedrohen haben, darüber müssen wir diskutieren, darüber werden wir diskutieren und dazu werden wir auch Propositionen machen. Gerade so, wie wir festgestellt haben an der Krise, dass es noch immer keinen universellen Zugang zu Gesundheitsfürsorge gibt. Es sind ein ganz rich Leute, die auf Assoziationen wie Médecins du Monde angewiesen sind, für sich können pflegen zu lassen, auch gerade nur an dieser extremen Situation. Das heißt, froh vom universellen Zugang zu Medizin, auch für Leute, die kein Sécurité Sociales Nummer 1 schenkt uns essentiell zu sein, weil der Virus friert nicht nur einer Sécurité Sociales Nummer zuschlägt. Dasselbe gilt auch für den ganzen Bereich von der Santé Mentale, der, wie wir gemerkt haben, stark gelitten wird. Und es gibt Statistik-Publikationen, die ganz klar hinweisen, dass viele Leute sich durch das Konfinement, aber auch durch den Dekonfinement, der aber immer noch nicht mehr partiell ist, ganz starke Probleme haben. Nicht mehr spät wie heute Morgen haben Psychologen Alarm geschlagen. Wir haben noch immer kein Remboursement von der Psychotherapie. Das ist nach der 4 Jahre als unerkannter Beruf, aber noch immer geht es von der CNS kein Remboursement. Auch da werden wir auf jeden Fall Druck machen. Santé ist eine ganz wichtige Rolle, den Menschen in den 12 nächsten Monaten für uns eine absolut politische Priorität ist. Dasselbe gilt natürlich auch, was wir gesehen haben an den letzten Monaten, dass
die Probleme, die für Druck schon da wären, nämlich auf der einen Seite die immer mehr groß gehen Sozialinegalitäten und auf der anderen Seite die Klimakrise, die riskiert, eine Klimakatastrophe zu gehen, werden auch weiterhin zentral an unseren Überlegungen sein. Im Moment vergeht schon bald kein Tag, ohne dass annonciert wird, dass große Unternehmen Plätze aufbauen. Es vergeht bald kein Tag, ohne dass Sozialpläne annonciert gehen. Und es vergeht auch bald kein Tag, dass von denen nicht so mitkriegt, dass Kleinbetriebe zumachen, den ganzen Horeca-Bereich als existenziell betroffen. Man wird nicht wissen, wie das an 4-5 Monaten weitergeht. Für euch stehen da, was den Froh vom Schomarsch angeht, drei Sachen am Mittelpunkt. Erstens muss ich Schomarsch verhindern. Wir haben eine Gesetzesproposition entwickelt, die schon 10 Jahre an den Institutionen dahin dümpelt, für genau das zu verhindern, was verschiedene Unternehmen, nicht so just Eurofoil oder auch ArcelorMittal machen, nämlich für die Krise zu benutzen, für Leute aufzubauen in einer falschen Vierwand. Wir haben ganz klar gesagt, eine Unternehmen, die Benefizien möchte, kann keine Arbeitsplätze aus ökonomischen Gründen aufbauen. Wir werden das revitalisieren, die Initiative, die wir da geholt haben, weil es geht eben just um anderen Chômage zu verhindern. Dann geht es darum, gerade lo an der Krise, für Chômage-Zeit zu verlängern, von aktuell 12 Monate auf 24 Monate. Weil es scheint als evident zu sein, dass all die Leute, die lo an der Chômage werden geraten, dann direkt von der Adam hat selber quasi schon angekündigt, dass da Tausenden und Tausenden in den nächsten Wochen am Main werden sehen, weil all die Faillitsprozeduren, die Leute, die an denen, die du geschafft hast bei denen Faillitsen, die sind überhaupt noch nicht an den Statistiken dran. Das heißt, du könnt ein relativ großes Value bei es tut. Es scheint als evident zu sein, dass man da müssen agieren und dass man die Leute hier Sozialrechte müssen so lange wie möglich garantieren, auf jeden Fall an dieser existenziellen Situation Verlängerung von 12 auf 24 Main. Doch da werden wir an der Chambre Initiativen holen. Und das Alleressentiellste scheint uns zu sein, dass man wirklich Überlegungen feiern von der Aufhörung von einer Jobgarantie. Es muss möglich sein, zu Lützeburg, dass alle Menschen, die arbeiten wollen, auch einen Arbeitsplatz kriegen. Eine Jobgarantie, die auch abklopbar ist. Aber wir meinen, dass es so viel zu dick gibt an unserer Gesellschaft, notamment für die Sozialinegalitäten zu bekämpfen, aber auch für den Klimaschutz zu fördern, für den riesen Biodiversitätsrückgang vorzugehen, gehen Erbischten, die dringend nötig sind an der Stadt, muss dort dann die Hand holen und auch Erbischtsplätze organisieren, so wie das in einer anderen Form auch in den 70er Jahren an der Stuhlkrise geschieht, als wo Leute zwar nicht mehr konnten weiterhin auf der Arbeit schaffen, mehr aber für einer Erbischten von öffentlichem Interesse herumzugehen, mit größtenteils ohne Lohn abbauen. So etwas muss man auch für Lützeburg entwickeln, besonders weil Chantier groß sind und schön sie genannt, sozial-ökologische Transformation von unserer Gesellschaft. Das geht vom Schutz, also was der Halle von der Biodiversität angeht, geht natürlich vom Schutz von Büscher, Gewässer, Fischgebieten, also weiter, bis hin zu wirklich neuen ökonomischen Felder, die man muss noch schließen. Es geht ganz viel immer von Ökonomie zirkulär geschwärzt, mehr Wirklichkeit geschieht aber herzlich wenig. Ein Platz, hunderte Millionen an den Weltall zu schicken quasi über das Projekt wie Space Mining, Menge mehr, dass es höchste Zeit hier eine Art Recycling-Hub zu Lützeburg zu kreieren, mit öffentlichem Abfluss, wo man die ganzen Schäden können selber gerieren, mit großem öffentlichen Abfluss, natürlich auch großem demokratischen Abfluss, wo es Gebiete sind von höchst qualifizierten Leuten, die wir da brauchen, bis hin zu Leuten mit ganz weniger Qualifikation. Das sind alles Domäne, die es gerade zu entwickeln geht, und Vierdeler schenken uns definitiv auf der Hand zu leihen, weil es geht darum, wirklich die Ökonomie zirkulär führen zu bringen, noch eine gewisse Autonomie zu entwickeln, par rapport zu den Ressourcen, und damit auch unseren eigenen Ressourcenverbrauch wesentlich
Ruf zu setzen. Das sind drei Domänen, denn David geht noch auf zwei weitere, an denen noch wirklich an der Schammer will Initiativen wollen. Das sind alles Sachen, die noch nicht hundertprozentig fertig sind. Das sind teilweise Propositionen de loi, die man schon angefangen haben, auszuschaffen. Wir wissen auch noch nicht alles bis an den letzten Detail, mit sind zumindest die Pisten, wo mehr als links so ein, du soll als Land hingehen, an die parlamentarische Initiative werden wir dann noch wollen. Und dafür gibt es David Lothwitt. Okay. Merci Marc. Ja, wie Marc schon gesagt hat, voilà, dass wir erwarten als eine ganze Partie Mesuren respektive, wir werden also auch für eine ganze Partie Mesuren engagieren an gezielten Domänen, wo wir auch mengen, da den relativ schnell muss handeln, an Domänen, die auch noch verschärft gehen durch die Covid-Krise, die sowieso schon nötig waren, die Pandemie lastgegangen ist, mit umso mehr schlimm logisch sind. Wie ihr wisst, wird morgen an der Stadt eine große Manif stattfinden, so groß wie möglich, hoffen wir auf jeden Fall, für den Wohnungsnotstand aufmerksam zu machen. Zwei Wochen, nachdem schon ein echt Manif zuerst stattfindet wird. Wir freuen uns wirklich darüber, weil zu unserer Gründung haben wir immer etwas gesagt, was ganz, ganz wichtig ist, wenn in Sachen fundamental an der Gesellschaft ändern, da geht es nicht durch, wählen zu gehen, da geht es auch nicht durch, eine ganz gute parlamentarische Arbeit zu machen, mit Leuten müssen sich auch mobilisieren, massiv an auf die Straße gehen. Aber gerade an der Wohnungsproblematik, die schon seit Jahren wirklich immer mehr scharf geht, also es umso mehr wichtig, dass es endlich eine Assoziation sich gegründet hat, mit ganz vielen Leuten, engagierten Leuten, die auch auf die Problematik aufmerksam machen und zwar massiv mehr werden selbstverständlich mal da sind, wie wir auch für zwei Wochen zuerst präsent waren. Und wir werden noch die Leute, also wir rufen auch die Leute auf, massiv, so massiv wie möglich da zu sein. Wir werden als Die Linke natürlich unseren Teil aber weiterhin beidrohen an der Problematik. Wir haben schon eine ganze Partie Sachen gemacht. Und wir werden auch da, überall wo wir sind, sie wird an Assoziationen, auf der Straße, mehr an der Chambre, werden wir auch da größer weiter mit aller Kraft uns engagieren. Und auf dem Niveau geht es wirklich viel zu machen, weil das schon mal eine Lappalie dazu so ein, mehr die Situation im Wohnungsmarkt ist einfach katastrophal und ist einfach nicht mehr richtig auszuhalten. Dezent wohnen ist zu Lützburg definitiv Luxus gehen. Und das Problem verschärft sich durch die sozialen und ökonomischen Konsequenzen von der Covid-Krise. Dass dezent wohnen also Luxus gehen, aber auch, weil während Jahren und Jahren und Jahren die vier Regierungen sich nie das gemacht haben, was sie hätten sollen machen. Sie sind alle auf der Front gescheitert. Und das gilt aber auch für diese Regierung. Diese Regierung, die aber schon 2013 am Amt ist, muss ich sagen, hat zwar eine neue Partei, eine andere Partei, die geringen hat den Minister, aber wo man können feststellen, dass schlussendlich wenn ich feststelle, was am Gang lassen geschehen, dass es nicht weitergeht. Wir werden noch mehr in den Detail, ob der Frau Agon auf einer spezifischen Pressekonferenz mit dem Logement umgeht. Aber ich wollte aber noch viel was sagen, weil wir konnten uns aber ein bisschen mehr in den Detail Kerstück aus sich von der Logementspolitik von der Regierung angucken, nämlich den neuen Projet de Loi über das Loyersgesetz, was Herr Cox will ändern, auf ändern. Wir haben wirklich nicht, franchement, schon erstens mal nicht den Eindruck, dass sich da viel ändert. Das ist das größere Problem bei diesem Gesetzesprojekt, weil sogar wenn dieses Gesetzesprojekt in l'État von der Chambre angeholt ging, gibt sich sehr wenig ändern, ob jeden Fall, was die Leute angeht, in einer Domäne, du ändert sich etwas, aber wirklich, was Kerstück geht, wo geht die Leute, du wirst sich sehr wenig etwas ändern. Und das Schlimmste ist, dass dem Novell sich die Sache nach verschärfen für die Lokatoren. Wir sind an einer
Situation, wo ihr muss feststellen, dass der Logementsminister seine Mission nicht verstanden hat. Er strikt nicht erhöht. Und dafür müssen die Leute auch auf die Straße gehen. So eng fern zusammenarbeiten mit den großen Immobilienbesitzer, wo man bald nicht mehr erlebt. Herr Koch schreibt es immer vom Boot, auf dem jeder sitzt. Er sitzt allein mit den Immobilienbesitzer auf seiner Yacht. Aber die anderen sitzen, gesagt ihn einfach nicht. Wir wären froh, sich, weil wir haben auch eine Proposition de loi gemacht zu Mietgesetz. Schon 4 Jahre haben wir sie deposiert, 2-3 Jahre haben wir sie deposiert. Ich kann mich da erinnern, dass wir noch während dem Confinement, da wir müssen streiten an der Logementskommission, für das als Proposition de loi überhaupt seriös soll behandelt gehen. Und da konnten wir auch nach vorgeschlagen vom Logementsminister als Proposition de loi zurückzuziehen, weil hier gibt es ja ein Projekt de loi deposieren, den vielleicht wahrscheinlich an dieselbe Richtung gibt gehen. Glücklicherweise haben wir das nicht gemacht. Also sind wir echt in einer Situation, wo hier besser beruhte, wie als Proposition de loi zu überholen, um sie vielleicht sogar noch zu verbessern, am Platz, an dem unser Projekt de loi muss wirken. Auf jeden Fall, was de loi ganz schnell muss geschehen. Wir gehen noch nicht im Detail, aber es sind ein paar Prioritäten, die ich wirklich muss holen. Und im Prinzip soll der Sinn, dass alle normal schaffende Menschen nicht mehr wie ein Feierens für sein Salär muss ausgehen, für überhaupt können dezent zu wohnen. Das muss eine Priorität, das muss eine Richtlinie sein und eine Priorität sein. Das heißt, dass den Leuten auch an der Evolution von den Salären und von der Kaufkraft koppeln. Das ist da auch die Richtung, an der als Proposition de loi gehen. Weil, wenn man lo guckt, wie Zahlern und Kaufkraft, die wussten nicht so wie die Leute oder wie die Wohnungspreise um 11% pro Jahr. Das ist irgendeine Logik, muss es dann da auch gehen. Wir wären froh, wenn der Logementsminister, die wir abhalten, aus parteipolitischen Gründen systematisch immer Proposen nicht wollen umzuholen, die von uns kommen und die auch an seiner Politik können integrieren. Das muss aber ganz sehr geschehen und das kann sehr geschehen, wenn die Chamber sich eins ist, dass den Irrschdenker muss auch etwas für die Lokatäre machen und ich hoffe, dass man dafür eine Majorität tun, jeder schwätzt davon. Aber da muss ihn auch ein Hund und das kann relativ schnell gehen. Eine andere Sache, die ganz schnell muss gehen, und das ist ja auch Covid-bedingt. Wie ihr wisst, als eine Mesure geholt gehen, die mir auch begrüßt tun, und die auch nicht ohne Eisendruck nicht vielleicht geschieht wird, das ist, dass die Erhebung von den Leuten bis den 31. Dezember von diesem Jahr verboten ist. Bis zum 31. Dezember 2020 dürfen die Leute nicht erhebt gehen. Und nun, ab dem 1. Januar, als dann die Sozialkrise rüber hat zu Lützburg, wahrscheinlich nicht, leider nicht, dann mache ich das für dich schon drüber gegangen, was du schon mal schon geht, das wird sich noch weiterhin verschärfen. Also, müssen da was los in der Zeit sind, wir sind noch den 9. Oktober, dass du sagst, das Verbot für die Erhöhung von den Leuten wenigstens nach einem Jahr, das ist bis den 31. Dezember 2021, erweitert wird. Das kann ihn auch noch ganz schnell votieren, das kann ganz schnell gehen, wir haben noch nicht gesehen, reden sich wirklich, was am Logementsminister geschieht. Wir haben auch nicht gesehen, dass der Logementsminister so etwas deposiert hat. Wenn der Logementsminister nicht bereit ist, so ein Projekt de loi zu deposieren, werden wir dafür sorgen, das selber zu machen, weil es mir ganz einfach, dass par rapport zur Logementskrise heute in Lützburg, wenn ihn einfach auf den Logementsminister wartet, da geschieht sehr wenig. Ich meine, das ist eine ganz wichtige Sache, die wir ganz schnell müssen holen, für wenigstens die Gaben zu lindern, im Minimum, und dann ganz schnell die Mietbremse aufheben. Und dafür brauche ich just Gesetze zu machen, qui tiennent la route. Dann natürlich, nachdem es den Mark eine ganze Partie von unseren zentralen Revendikationen auch an zentralen Vorschlägen gemacht hat, und ich auch, muss ich mich natürlich vorstellen, wie bezielt überhaupt auch für die ganze Krise. Und ich meine, da gehen wir natürlich an der Diskussion, die schon auch an der Sommerpause abgemacht ist, weil eine gute Diskussion ist, die wir begrüßen, weil das genau darum, wo ich muss schwätzen,
Wir merken ja, dass durch die Covid-Krise weltweit die reiche Minorität sich weiterhin bereichert wird. Aber wir sehen ganz klar, dass es wie immer die sind, die am meisten verdienen, bis an die Mittelschichten ran, die auch verlieren. Wenn wir davon schwätzen, dass wir eine andere Welt brauchen, nur der Covid, das war ganz am Anfang, es wird sich eine neue Gesellschaft aufbauen, auf mehr Solidarität und so weiter, was wir uns erwünschen. Aber das können nicht nur wir da sein. Mehr Solidarität, das ist etwas ganz Konkretes. Aber wenn ich sage, wie der Reichtum sich weiterhin akkumuliert, genau wie so der Reichtum, die gibt Rauftröpfen, Trickle-Down nennen die Engländer das, die gibt Rauftröpfen auf die Leute, die man auch haben. Wir haben noch keinen Tröpf gesehen. Und das funktioniert einfach nicht. Wenn der Reichtum Urven ist, da bleibt ein Urven passen und er sammelt sich ganz einfach weiterhin un. Und das sind wir am Gangen zu erleben. Dafür begrüßen wir die Diskussion. Wir haben ja auch die Initiative Graf als die Link zusammen mit den anderen Oppositionsparteien, weil ich sowieso auch eine Wunderschrift brauche für ein Debatt Orientation zu kriegen, am Vierfeld offen der ominöser Steuerreform, die so schnell wie möglich nicht kommen, wenn es in die richtige Richtung geht. Das aus der Ruhegerol ging, es wird ein Debatt Orientation in der Chambre stattfinden. Debatt Orientation allerdings mit einem Bericht, was man auch gefördert hat, war doch wird stattfinden mit einem Bericht, mit vier Arbeiten und mit Zöllen, die muss kriegen. Weil muss in der Woche, wenn wir über die Zöllenlage informiert sind, wir können wirklich richtige Mesuren können später zu holen. Ein bisschen so wie die Kompendium, die gemacht in der Demos für die Steuerreform 2017. Wie gesagt, wir freuen uns über das, über die Diskussion, die, wo es darum geht, wirklich stark umzuverdeilen, aber wo endlich die Reichen und die ganz Reichen müssen weisen, dass sie solidarisch sind, weil während der Krise sind die Männerreich ja hier Solidarität gewiesen an den Etablissements Hospitalien, an den Supermärkten und so weiter und so fort. Und dafür meinen wir auch, dass den ganz schnell aber eine ganze Partie Mesuren muss holen. Aber ja, natürlich sind wir der Meinung, dass die Vermögenssteuer muss angefordert gehen, die der Luc Frieden damals aufgeschafft hat für seine Kopien. Ich schlage vor, dass eine Vermögenssteuer von 0,5% pro Jahr soll angefordert gehen, außer um Hauptwohnsitz und natürlich auch mit einer Franchise auf die Spur sind, bis auf 200.000 Euro mit Zielen natürlich, die wirklich viel so einen Hund. Der Spitzensteuersatz muss aber auch endlich herabgehen, zurzeit leiden noch 42%. Wir wollen, dass der Lohn in der ersten Phase auf jeden Fall auf 48% Europa geht. Alkei ist aber mit 6 verschiedenen Tranchen, dass das gut graduell Europa geht. Und dann eine andere Mesur, weil das ja viel über Stock Options geschwärt gehen, dass auch viel über die Fisse geschwärt gehen. Ja, das ist auch eine ganz spannende Diskussion. Ich meine, da geht es auch nach einer anderen Diskussion, die ein anderer Punkt, den nie so richtig gesiegt, das ist die Besteuerung von den Profiten auf den Dividenden. Los, das so, wenn man ein Beispiel, eine Person, die 40 Stunden die Woche schafft, 100.000 Euro die Woche verdient, das ist ein Grundzoll, das ist mir einfach, 100.000 Euro die Woche verdient, geht auf die 100.000 Euro dann noch besteuert. Eine Person, die 100.000 Euro die Woche verdient aufgrund von seinen Dividenden, also nicht aufgrund von Arbeit, bezahlt aber nicht mehr Steuern auf Tauschen, auf 50.000 Euro. Wir sind der Meinung, dass wir sehen nicht an, für was Dividenden nicht sollen zu 100% auch besteuert gehen, weil all die Summen, die wir auch brauchen, für eine ganze Partie sozialen Mesuren zu unterstützen. Ich denke, das ist wahrscheinlich auch besser, so zu sichern zu gehen, wie sich bei den Finanzmärkten zu verschulden. Das sind eine ganze Partie Punkte, die mir zu abgeben. Voilà, und wo wir mengen und wo wir also hoffen, dass die Regierung wird auch unterstützen, wenn wir wissen, dass es nicht so einfach wird, sondern auf jeden Fall werden wir uns dann dafür engagieren. Merci.